Hallihallo zur 102. Episode in meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Und heute geht es um authentisch schreiben und warum authentisch doch kein B-Wort ist. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und in diesem Podcast geht es um authentische Kommunikation. Auch darum, wie du als schüchterne Unternehmerin oder schüchterner Unternehmer in die Sichtbarkeit kommst. So, in dieser Episode geht es um authentisch schreiben. Ich habe ja schon viele Folgen gemacht, gerade am Anfang, wenn du da vielleicht die älteren Folgen mal anhörst, habe ich sehr, sehr viele Tipps gegeben, Übungen auch für die Stimme, wie du authentisch klingen kannst, vor allen Dingen auch deinen Eigenton findest. Und jetzt haben wir die Persönlichkeit. Wir haben ja die letzten 4 oder 5 Folgen über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, über dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und wie man das stärken kann. Und heute geht es eben darum, wie komme ich authentisch auch in meinen Texten rüber. Aber bevor es jetzt wirklich in medias res geht, ist natürlich hier 2 Sachen. Die eine Sache, die Bekanntgabe der Gewinner vom Gewinnspiel von Ostern. Und ich habe 3 Namen und ich habe die noch nicht benachrichtigt, weil ich gedacht habe, soll ja eine Überraschung werden. Und ich hoffe, Sie hören heute zu. Die E-Mails habe ich ja gekriegt und jeder, der heute genannt wird, der kriegt direkt im Anschluss an den Podcast das E-Mail mit der Bestätigung, dass er gewonnen hat oder sie, und auch die 2 Online-Sachen, die werden direkt verschickt, und das Persönlichkeitscoaching, das wird mit mir dann im Termin ausgemacht. So, aber jetzt geht's los. Ich habe ausgelost als ersten Preis, ich sage jetzt nur den Vornamen und den Ort, keinen Nachnamen, der erste Preis geht an Christa aus Salzburg. So eine wunderschöne Stadt. Ich liebe Salzburg immer schon und ja, da freue ich mich sehr. Da müssen wir direkt mal schauen, ob wir diesen ersten Preis, ist ja ein Persönlichkeitscoaching, ob wir diesen ersten Preis nicht vor Ort machen. Dann komme ich gern auch mal nach Salzburg. 2. Preis, den hat bekommen die Johanna aus Wittlich, und das ist Deine Stimme, dein Kundenmagnet. Das ist ein Online-Workshop, den man alleine durcharbeiten kann, und der dauert etwa so 1,5 Stunden. Den 3. Preis hat der Alex aus der Nähe von Zwickau gewonnen, und das ist mein E-Book Dein Buttontext, der unterschätzte Verkäufer, mit 10 Buttons dran, und die verschicke ich heute direkt, die beiden Sachen, die beiden, 2. und 3. Preis. Ja, ich freue mich, gratuliere euch und schön, dass ihr dabei wart. So, dann der 2. Punkt ist, ich habe ja angekündigt vor Ostern noch, dass ich diese Woche am 27. wollte ich meinen Online-Live-Kurs starten, also so ein Training, ist das kein Kurs, sondern ein Online-Live-Kurs, Date mit deiner Stimme, das musste ich jetzt verschieben, und der Start ist jetzt am 12. Mai. Wenn du also dabei sein möchtest, um deine Stimme auch wirklich auf Vordermann zu bringen in 3x6 Stunden und Fragestunde extra dazu, dann melde dich an. Den Link schreibe ich hier unter in die Shownotes. Ja, Date mit deiner Stimme. Der ist wirklich sehr fundiert und da wirst du alles dazu lernen, was du brauchst, um deine Stimme zu öffnen, um deinen Raum zu öffnen, um mit dem Atem umzugehen. Du kriegst jede Menge Übungen mit an die Hand, und im 3. Teil wird es auch um Lampenfieber und Auftrittsangst gehen und wie du dich am vorteilhaftesten präsentierst. Also, ich freue mich, wenn du dich anmeldest, ist natürlich online, das geht über Zoom, das heißt, du musst nicht vor Ort anreisen, sondern wir können das alles über den Monitor machen. So, jetzt kommen wir heute zum Thema authentisch schreiben, weil zu einer authentischen Person gehört natürlich auch nicht nur die Stimme, nicht nur die Persönlichkeit, sondern auch wie ich schreibe. Gerade wenn du selbstständig bist, wenn du Solopreneur vielleicht bist oder Coach, Unternehmer, Trainer, dann sollten deine Stimme, deine Persönlichkeit nicht mit dem Texten auseinanderklaffen, sodass du quasi eine andere Person
wirst, wenn du schreibst. Und das sehe ich sehr, sehr oft und sehr häufig, dass man das Gefühl hat, da steckt ein ganz anderer Typ dahinter, jetzt männlich oder weiblich, bleibt dahingestellt, als wenn man die Person sieht und hört. Und das sollte natürlich nicht sein, weil das gerade im Unternehmertum natürlich nicht sehr vertrauenserweckend ist. Nun kommt einem ab und zu schon mal das Wort authentisch hoch, weil es schon so abgenutzt ist, wirklich wahr. Jeder sagt es, jeder benutzt es, ich auch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt im Grunde, ja, es gibt kein besseres Wort, um das auszudrücken, was man damit meint. Authentisch als Person, echt, unverstellt, ja, das kann man auch alles sagen, aber dieses große Ganze ist einfach dieses Wort authentisch. Und deswegen werde ich es heute auch öfter benutzen. Und ich weiß auch, dass es manchem schon zum Halse raushängt, mir dann auch manchmal, wenn ich es immer nur höre, sei authentisch in deinen Worten, sei authentisch, wie du dich gibst, sei einfach du, verstell dich nicht, sei bloß authentisch, wenn du mit Kunden coachst und Klienten sprichst und so weiter und so fort. Das wirst du ja schon auch öfter gehört haben. Aber trotzdem benutze ich das heute auch und wir gehen auch ein bisschen tiefer. Und warum sollst du in deinen Texten auch authentisch sein? Weil gerade wenn du was verkaufst oder wenn du was anbietest als Coach oder Trainer, dann will man die Person kennenlernen, dann will man dir vertrauen können. Und dieses Vertrauen können geht eigentlich nur, wenn man sieht, dass du als Person und so wie du dich gibst, aus einem Guss bist. Also ich habe schon Dinge erlebt, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, da hat mir jemand geschrieben und das war so nette, wirklich sehr, sehr nettes Schreiben und dann habe ich mit der Person am Telefon gesprochen und dann war das, also das war wie eine andere Person. Die Stimme war kratzig, die Person hat überhaupt nicht freundlich reagiert am Telefon und das geht natürlich nicht. Also wenn du was anbietest, wenn du dich mit anderen Menschen umgibst, dann solltest du einfach schon authentisch sein, auch wenn es einem schon zum Hals raushängt. Also schreib so, wie du sprichst. Das ist vielleicht das Einfachste. Schreib so, wie du sprichst. Du kannst da wirklich auch Worte benutzen, die du im täglichen Umgang hast. Natürlich nicht ständig und es kommt auch immer darauf an, wem du schreibst und was du über was du gerade schreibst. Ja, wenn du ein Produkt beschreibst oder anbietest, dann ist es natürlich wichtig, dass das im Kontext schon richtig dargestellt wird und du nicht nur in deiner Umgangssprache das beschreibst, aber nicht gestellst und nicht wie eine andere Person. Also bleib du wirklich in dem Fall. Und wenn du oft in deinem Leben sagst, hey, das ist cool oder ha, spitze oder Mensch, ist das toll, dann schreib das auch ruhig mal rein. Ja, und so einen Text habe ich auch schon gemacht. Und meine Blogtexte, da benutze ich auch einige dieser Worte. Nicht ständig natürlich, weil das wäre dann auch übertrieben. Aber schon immer mal ab und zu benutze ich da meine Umgangssprache, weil ich so halt bin. Und da ist eben auch ein Tipp, wenn du zum Beispiel dich entschließt, ständig nur wie soll ich sagen, sie zu sagen, ja, dass du Menschen mit sie ansprichst, was eigentlich normal ist, dann mach das auch durchgehend, mach's nicht hin und her. Oder umgekehrt, so wie ich habe mich entschlossen, die Menschen mit du anzusprechen, weil ich das auch vom Theater so gewohnt bin oder war. Und irgendwie habe ich auch in meinem Unterricht, zum Beispiel im Gesangsunterricht, ja, das spricht man sich immer mit du an. Und im Coaching auch. Im Coaching vielleicht, wenn man den Menschen das erste Mal trifft, nicht unbedingt, natürlich nicht, aber oder wenn ich mit Texterkunden spreche, bin ich auch im Sie, mit dem Sie unterwegs und nicht mit dem Du. Aber auf meiner Webseite, hier im Podcast, im Video spreche ich generell mit Du und auch auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien habe ich auch das Du immer dabei und spreche nicht mit Sie.
Es kommt immer darauf an, genau wer dein Kunde ist und in welchem, ja, in welchem Bereich du gerade unterwegs bist. So, aber wenn du jetzt schreibst auf deiner Webseite und du bist ein Mensch, der sagt nicht gerne du, dann schreib durchgehend sie. Ist alles in Ordnung, ne? Also ich habe das jetzt auf meiner Webseite wirklich so durchgehend gemacht, dass alles im Du ist. Und wenn natürlich ein Kunde anruft, dann spreche ich den nicht gleich mit du an, das ist ja ganz klar. Das geht ja nur darum, dass man eben eine Richtung beibehält, eine Form beibehält und bei der, zu der man auch steht. Authentisch sein heißt ja auch, ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten, ich bin nicht unbedingt glatt poliert, weil das macht es ja auch langweilig, ne? Also sei so, wie du bist. Wenn du sagst, okay, ich bin ein Mensch, der meckert auch mal oder sagt einfach mal die Wahrheit oder sagt, nee, mit dem Kunden kann ich nicht, dann mach das auch, weil das genau macht dich authentisch. Und das ist ja auch der Punkt, warum Menschen dann zu dir kommen, weil du so bist, wie du bist und nicht, weil du irgendjemand gefallen möchtest oder weil du unsicher bist und sagst, na, ich will es allen recht machen. Das kannst du gar nicht. Du kannst es niemals allen recht machen. Also mach es so, wie es für dich am besten ist. Und du wirst sehen, die Menschen, die kommen dann zu dir. Die sagen, oh, die Person, die gefällt mir, die hat das und das, ist heftig vielleicht. Also es gibt so eine Coachin in Instagram, die hat deftige Wortwahl, aber die hat ihre Kunden. Und das finde ich toll, weil die steht zu dem, was sie ist. Und die Leute, die wissen, sie können ihr vertrauen, die will das Beste. Ja, ob ich da jetzt geschniegelt rede oder nicht, ist überhaupt nicht wichtig, sondern die redet frei Schnauze und gut ist, das ist toll und die Menschen mögen das. Und wer es nicht mag, geht ja gar nicht hin. Und das ist ja das Tolle am authentisch sein und auch an der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich endlich mich so gebe, wie ich bin und nicht mich vergleiche mit anderen, nicht höre, was die ganze Umgebung vielleicht auf mich einredet, sondern ich sage, dazu stehe ich, das bin ich, ja. Und genau das machst du mit deinen Texten auch. Weil die Texte über die Wortwahl der Texte kann man auch vieles aus einer Person herauslesen. Natürlich kannst du nicht so wie bei der Stimme Stimmungen heraushören, nicht so gut. Manchmal hört man die schon, liest man die schon durch, aber in der Stimme kannst du viel mehr ausdrücken, ist ganz klar. Aber trotzdem sind Texte unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig und Copywriting, ich bin Copywriterin, macht so viel Spaß, weil du dich ja auch in diese ganzen Persönlichkeiten hineindenkst und auch in die Kunden und Kundinnen, wie ticken die? Ich stelle mir ja da auch eine bestimmte Zielgruppe vor oder wird mir vorgegeben vom Auftraggeber, das ist ja unterschiedlich. Und dann muss man sich da hinein versetzen, ne? Und auch in meiner Schreibe bleibe ich trotzdem authentisch, nicht unbedingt was mich betrifft, aber was meinen Auftraggeber betrifft. Weil ich versetze mich so sehr da in die Lage, dass ich dann wirklich auch oft den Ton übernehme und den Stil dieser Person übernehme und so im Grunde auch authentisch für ihn oder sie schreiben kann. Da hat mir natürlich meine Rollenarbeit am Theater sehr viel genützt, dass ich da sehr gut in andere Personen schlüpfen kann. Ja, Authentizität verlangt aber auch Mut und Risikobereitschaft. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, in einer der früheren Episoden, weil authentisch sein heißt, ich kann mich nicht mehr verstecken. Ich verstecke mich nicht hinter irgendeiner Person, die ich gar nicht bin, sondern ich bin ich und bin natürlich höflich. Authentisch sein heißt ja auch nicht, dass ich nicht weiterlernen kann, sondern man lernt ja immer weiter. Und deswegen ist es schon, also erfordert es schon eine Portion Mut und Risikobereitschaft. Denn du kannst natürlich mit deiner Meinung oder mit dem, so wie du bist, anecken und bei manchen Menschen vielleicht Unverständnis hervorrufen. Aber damit muss man dann leben.
Genau, weil ein authentischer Mensch verbiegt sich nicht so schnell. Und ich denke mal, das wirst du auch schon gemerkt haben, wenn du sagst, nein, ich möchte, kommen ja auch die Werte dazu, ne? Welche Werte hast du? Das haben wir ja auch schon, glaube ich, mal drüber gesprochen. Und diese Werte zu leben, auch wenn die vielleicht ein bisschen schwierig sind, aber das ist ja auch schon, also ganz, das ist kraftvoll, das erfordert eine Power, das ist mutig und das stärkt einen aber auch umgekehrt. Das, was mich gerade herausfordert und ich bewältige das, das stärkt mich ja auch. Und dann gebe ich dir jetzt mal auch noch ein paar kurze Tipps mit. Finde wirklich deine eigene Tonalität. Wie bist du im Umgang mit deinen Freunden? Wie bist du im Umgang mit deiner Familie? Und wie sprichst du? Sprichst du anders, als du zu Hause bist? Oder sprichst du auch auf der Bühne, wenn du jetzt einen Vortrag hast oder so, sprichst du da genauso? Das wäre natürlich gut. Also ich versuche das immer, dass ihm natürlich kommt manchmal schon, also gerade wenn man jetzt länger nicht gesprochen hat, dann kommt schon Nervosität dazu und dann ist man vielleicht nicht ganz so, wie man sonst auch wäre. Aber in der Regel bin ich authentisch und ich habe ja auch vor ein paar Wochen kam ja auch eine Episode mit dem Olli Geiselhardt und der ist absolut authentisch. Der ist immer so, wie er ist. Der ist auf der Bühne so, wie er ist. Der ist im Speakercamp so, wie er ist. Der ist privat immer der gleiche. Und das finde ich toll. Also da muss man keine großen Unterschiede machen. Und genauso ist es jetzt auch mit dem Texten. Hör auf dich, hör mal hin, wie du sprichst und ob du anders schreibst. Und dann versuch da mal herauszufinden, wo ist deine Linie, dass du auch im Schreiben genauso dich zum Ausdruck bringst. Und da sind natürlich auch ein paar Faktoren dabei, zum Beispiel dein Alleinstellungsmerkmal. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Da werde ich übrigens noch eine eigene Episode drüber machen, weil das ist eines der wichtigsten Punkte, damit du wirklich so rüberkommst, dass die Menschen dir vertrauen und dass die sagen, ja. Bei dem möchte ich ein Coaching oder da möchte ich ein Training oder von der oder möchte ich irgendwas kaufen. Also das ist einer der wichtigsten Punkte, authentisch sein und sein Alleinstellungsmerkmal finden. Und da gehe ich aber nochmal extra drauf ein, weil wäre jetzt verpuffte Zeit oder das wird zu lange dauern. Immer schön Häppchen, ne? Ja, bist du der eher flockige Typ, locker flockig? Dann schreib auch so, ja. Wenn du so Späßchen machst, Witze machst oder einfach eine lockere Art hast zu sprechen, dann lass die in deine Texte mit einfließen, weil das macht es lebendig. Das machen auch Texte lebendig. Erzähl deine Story genau in deinen Worten, wie du sie jemand anders erzählen würdest. So schreibst du sie. Und dann kannst du eines machen, das ist ein sehr guter Tipp, lies laut vor. Ja. Schreibst du gern Blogartikel oder generell Texte, dann lese sie dir laut vor, weil dann spürst du sofort, ist es authentisch oder nicht. Komme ich da authentisch rüber oder bin ich das gar nicht, so wie ich jetzt geschrieben habe? Wie spreche ich die dann aus? Ist es meine Sprache oder nicht? Da kannst du es eigentlich am besten danach beurteilen. Ja, und dann schreib so, dass es wirklich jedes Kind versteht. Was heißt das jetzt genau? Achte darauf, wie du sprichst, ob du Schachtelsätze machst oder nicht, weil man sollte eigentlich immer so sprechen und auch schreiben, dass es jedes Kind verstehen kann. Ich schreibe immer so, dass ein Siebenjähriger das kapiert. Und genauso ist es auch umgekehrt im Sprechen, weil wenn du keinen Punkt machst, du musst mit der Stimme irgendwann runterkommen. Dann werden das ewig lange Sätze. Und wenn du die schreibst, liest kein Mensch mehr bis zum Ende. Das kann ich dir versprechen. Schachtelsätze sind etwas Furchtbares und ermüden den Geist. Und vor allen Dingen, du weißt am Schluss nicht mehr, was hast du am Anfang gelesen. Ja, deswegen mach kurze Sätze, auch im Sprechen. Mach kurze Sätze, mach einen Punkt und so schreibst du es auch. Und der Vorteil, wenn du dir deinen Text vorliest, ist der, dass du das sofort erkennst, ob das ein zu langer Satz ist oder ob der passt. Immer davon aus, dass die Person, zu der du sprichst oder schreibst, ja nicht weiß, was du richtig anbietest. Ja, die wäre ja nicht zu dir gekommen, wenn sie schon alles wüsste vorher, sondern
Die kommt zu dir, weil sie was lernen will oder weil sie etwas kaufen will, was ihr fehlt, wo sie einen Mangel hat. Und deswegen muss man eigentlich das immer so erklären, dass es jedes Kind versteht, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass die andere Person in deinem Wissen so zu Hause ist. Ja, ist sie nicht. Deswegen schreib kürzere Sätze, sprich mit Wiedererkennungswert und hilf deinen Interessenten mit Informationen, die leicht verständlich sind. Das weckt Vertrauen und du gewinnst dadurch auch neue Wunschkunden. Versuch auch, die Texte möglichst aktiv zu machen, die Worte, aktive Verben, weil das macht's lebendig und das vertreibt die Langeweile beim Lesen. Ja, okay. So, das soll es für heute gewesen sein. Authentisch schreiben, so wie du sprichst, das ist am besten. Und lies es dir laut vor. Das ist eins der besten Methoden, die ich dir empfehlen kann, weil dann hörst du sofort, wo kann ich optimieren. Jetzt hoffe ich, dass du aus dieser Episode einiges rausgezogen hast und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir mal schreibst, was du eigentlich auch noch gerne hören würdest, worüber du mehr wissen möchtest und dann weiß ich auch so ungefähr, was ich immer wieder bringen kann. Nun wünsche ich dir noch eine ganz tolle Woche und wenn du Lust hast, deine Stimme zu verbessern, authentisch oder authentischer zu klingen oder überhaupt deine Stimme mal kennenlernen willst, dann komm zum Date mit deiner Stimme. Ab Mitte Mai geht's los. Okay, jetzt alles Liebe. Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst bei diesem Podcast Die Stimme für Erfolg, in der es nicht nur um Stimme geht, sondern um authentische Kommunikation. Deine Persönlichkeit, deine Stimme und deine Texte geben eine Einheit und zeigen dich so authentisch nach außen. Abonniere mich gerne oder trag dich in meinen Newsletter ein. Als Dankeschön dafür bekommst du mein Report 15 klickstarke Buttontexte. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Schreib mir auch gerne deine Fragen, die du in einer der nächsten Episoden beantwortet hättest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg in allem, was du tust.